Hallo. Und einen umbringen, den zweiten was abhacken, mit dem Heavy Attack reingehen, wieder drum chargen, zurück, vor, slicen, den kurz was abhacken, mit einer Heavy Attack hier einen Schädel weghauen, dann Bein, weil er gerade ein bisschen am Heulen ist, und beide jetzt mit dem hier zerstören und am besten noch nachhaken. So, was kriegen wir? 3,5 Sterne. Wie viel kriegen wir, Karma-Bonus und ordentlichen? Das ist das Spiel. Wir springen umher, machen Dinge kaputt und wenn ich eins in diesem Game gelernt habe, dass die ganze Welt explosiv ist. Das wird ihr spätestens ab dem zweiten, dritten, vierten Level verstehen, was ich damit meine. Es ist nämlich echt lächerlich. Alles in dieser Welt explodiert. Genauso wie Gegner. Das ist cool. Übrigens hast du einen Katana in deinen Arm stecken. Und in deinem Kopf. Ernsthaft, du sollst mal checken, dass ein paar Katanas in dir stecken. Bro, Katana. Noch mehr Katana. Noch ein Katana. Noch ein Katana. Und er hat Katanas in sich stecken. Anyway. Neben den Demons haben wir hin und wieder so Momente, wo wir ein bisschen gegen Menschen slicen können. Aber Menschen sind unwichtig. Hat er jetzt übrigens wirklich Katanas über seinen Körper stecken? Ich würde das gerne sehen, aber irgendwie... Ah doch, der hat Katanas stecken. Oh, wie cute. Kann ich mehr Katanas reinstecken? Ah, das Spiel lädt irgendwie ein bisschen dazu ein, seine Leiche zu maltrieren. Und nebenbei, was ich gemeint habe, alles ist explosiv in dieser Welt. Alles explodiert irgendwann. Guck mal darüber. Machen einen Schuss darüber. Wahrscheinlich. Ja, es ist schon wieder was explodiert. Ich hab's euch gesagt. Und das ist irgendwie in dem ganzen Game irgendwie so. Alles will ich explodieren. Und ihr wisst nicht, wie oft ich aus Versehen hier gestorben bin. Ich habe einfach nur reingeschossen, stand drin und bin einfach gestorben, weil alles explodiert ist. Ab dem Punkt habe ich gelernt, hör auf Waffen zu benutzen. Brauchst du echt nicht, wenn es um deine persönliche Sicherheit geht. Also Leute, benutzt keine Waffen. Vor allem nicht indoors. Habe ich aufgemacht? Ja. Ist da oben noch was? Ah, da ist Geld. Habe ich irgendwie übersehen, dass da ein paar Bullets lagen. Aber ich hatte auch voll. Ja, dann ist klar. So, ich sehe hier nichts Besonderes. Kann ich hier rüber? Ich sollte nicht rüber, ne? Ja, stimmt, das ist die Brücke. Ja, das macht keinen Sinn, hier rüber zu springen. Dann schließen wir einfach drüben die Tür auf und gucken, wie wir weitermachen. Schabberdings. Das ist eines meiner Lieblingssounds. Ich würde gerne Schwerter werfen. So Shurikens. Der Shuriken prallt am Bambus ab. Ich wollte es mal kurz anmerken. Der prallt am Bambus ab. Ernsthaft. Ich habe da hingeworfen und da ist der Shuriken. Und ich kann nicht mal den Bambus da schneiden. Außer im Nachhinein ist irgendwie so eine schwebende Textur. Egal. Lass uns mal so stehen. So. Ich glaube, hier war das Thema, wieso ich aber so einen Bambuswald immer wieder ganz cool finde. Erstens kann man hier Licht ausmachen. Zweitens habe ich eine Taschenlampe. Und drittens, wenn man sich ordentlich umschaut, merkt man immer wieder mal, dass Lücken im Bambus sind. Und man hier so ein bisschen rumlaufen kann. Hier zum Beispiel. Ich kann ganz normal weiterlaufen, oder wir sind die coole Form von Ninja. Und... Wupp. Wupp. Hallo. Die Welt ist uns frei. Wir können uns echt ein bisschen umschauen, ein bisschen rumlaufen. Was ich in wenigen Spielen sehe, was ich immer wieder cool finde. Und... Wenn wir uns lang genug umschauen, total kreativ in unseren Laufwegen sind, uns nicht in unsere eigene Idee verlaufen, finden wir solche coole Dinge. Ding, Karma gefunden. Secret found. Und ich habe ein bisschen Karma dazu bekommen. Will man, was will man mehr? Ganz ehrlich. War ich aber, glaube ich, auch das einzige Secret, deswegen laufe ich hier, glaube ich, gleich wieder direkt raus. Was ist das? Achso, ja, da sehe ich es einfach, ne? Da oben war auch nichts, I guess. Nah. Dieses Spiel kann ich euch total ans Herz legen. Es macht super viel Fun und... Ist jetzt nicht so aufwendig für einen PC, also eigentlich sollte es jeder mal spielen können. Kostet nicht so viel, ich glaube 10, 15 Euro, I guess. Und ich kann es jedem empfehlen, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, dass jemand es jedem empfehlen kann. Wusste ihr, dass ich es zu jedem empfehlen kann? Ach ja, übrigens, das Spiel ist cool, was Humor angeht. Guck mal, zwei süße Kindchen, ne? Sind sie nicht süß? Findest du viel süßer, wenn ihre Köpfe platzen? Ups. Du gehst nicht, du gehst zu deinem anderen Hasen. Liebling, du gehst zu deinem anderen Hasen. Dankeschön. So. Das passiert in diesem Spiel, basically. Und wo wir bei Secret sind, wir sind schon runter an den Fluss gelaufen. Wieso laufen wir nicht einfach hoch? Ich meine, was könnte schon in diesem elendig langen Gang sein, des Flusses? Ich weiß es ja nicht. Ah, ein Schrein. Ja, Key Crystals können wir auch finden. Das ist ein weiteres... Das ist nicht mein Secret, oder? Das ist kein Secret, okay. Das, man wollte, dass wir hier landen? Wow. Das ist doch kein Trash-Spiel. Das ist ein richtig cooles Game. Das ist kein bisschen trashig. So.
Das sind Viechers Crystals. Damit können wir noch weitere Formen von Stuff erlernen. Was übrigens ein ziemlich schlauer Satz war. In dem Part, den kennen schon, das ganze Healing. Ich werde als allererstes aber unser Healing verstärken, weil Healing wichtig werden kann, bis ich ganz viel Karma gesammelt habe und uns so ein paar neue Skills geholt habe. Und bevor mich ein paar Demons angreifen, schade ich schon mal unser Blade vor. Ich bin doch vorbereitet. Na kommt schon. Ich weiß, dass ihr mich umbringen wollt. Ihr wollt's immer. Und ihr spawnt einfach nicht. Da habe ich aber so kein Problem damit, ehrlich. So. Das war oben. Ich werbe, das war auch oben. Ich habe es gerade dummerweise übersehen. Deswegen, ja. Naja, ich bin voll Idiot. Das war noch da oben. Warum verpasse ich immer die Sex-Szenen? Von allen Fragen, die man sich stellen kann, ist das hier. Ja, ich habe irgendwie so minimal das Leuchten dahinter passiert. Ich weiß auch nicht, wie mir sowas passiert. Anyway, das sprengen wir einmal. Und jetzt kommt die ganzen Dämonen, die ich schon anticipated habe. Was auch immer. Wenn es so weitergeht, werde ich morgen die Kommunikationsprüfung fahren. Jetzt kommen die Viecher. Yay! Komm her! Hallo! Du auch! Hallo! Perfekt. Mehr war ich aber auch nicht. Ich war wirklich absolut gar nichts, deswegen springen wir hier sofort zum Ende. Ich möchte mich ganz schnell. Übrigens, dieses Heilen, wenn ihr links auf diese vom Neben. Also. Meine Live-Leiste, minimal weiter oben. Das ist unsere Key-Leiste, die wir nutzen können. Wenn ihr mich heilen und brauche ich das Zeug ein bisschen. Shadow Realm. So. Hier gibt es, glaube ich, gleich ein bisschen Gemetzel. Deswegen laufe ich prinzipiell mal ganz vorsichtig hier rüber. Ob das mich niemand sieht. Und whoopsala, sieht mich absolut jeder. So. Gibt jetzt noch ein bisschen Rumgehacke hier. Donald, hast du mich gerade angesprungen? Miststück. So. Am Anfang kann man übrigens noch nicht so viel cooles Zeug machen, weil man einfach keine wirklich gescheiten Angriffe hat. Man hat eigentlich nur Linksklick, Rechtsklick und... Oh, Moment. Stimmt, ich habe das dann noch. Damit kann man so Lesser... Okay, da hat sich gerade ein Greater Demon verwandelt. Damit kann man Lesser Demon so ein bisschen zum Leiden bringen und ich hoffe, dass ich es euch kurz zeigen kann. Da. Leide! Da merken die, dass sie kein Herz haben. Und das Blättern einfach. Das ist wunderschön. Macht dann einfach glücklich. Wie gesagt, ich mag Spielen, denen ich asozial sein kann und Dinge ist das Slice. So. Wobei das Slice immer so ein schöner. So ein schönes Wort ist. Du kannst wieder zurückkommen, ehrlich. Hier wird auch absolut gar nichts passieren. I verspreche to you. Aber. So. Mussten alle gewesen sein. Was mein Ziel ist, mich jetzt noch ein bisschen umzusehen. Wie gesagt, am Anfang kriegt man nicht so wirklich Keypoints. Und ich weiß auch nicht, wie man die richtig kriegt. Kann auch sein. Aber egal. So. Das ist ein abgeschlossener Bereich, oder? Like, da ist absolut gar nichts. Nope. Alles klar. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Der wartet, verdammt! Ich versuche, kluge Wörter zu verwenden! Ich sollte wahrscheinlich schon GTA holen, aber ich bin aber nicht bereit, fucking 60 Euro dafür zu... Das hat mir Damage gemacht. Moment. Das hier... Hat mir gerade... Ach, verdammt nochmal, Game. Ich kann damit leben. Jedenfalls, ich bin nicht bereit, dafür so viel Geld zu droppen, deswegen... Ne, vielleicht später mal. Jetzt heil dich bitte. Du heilst dich nicht. Wieso heilst du dich nicht? Du hast doch genug Tier und du brauchst Leben. Übrigens, was ich mit Secrets meine, die einfach cool sind. Kennt ihr das Prinzip von Wasserfällen? Einfach Zeug aus alten Spielen reinklatscht. Ich liebe solche Entwickler. Am besten, wenn du hinter der Tür warst. Das wird es einfach komplett zerstören. Weil es einfach kein Schwein erwarten würde, dass so irgendwas sein könnte. Das mag ich einfach daran. Das Spiel ist besonders. So, weg damit. Mag dich nicht, Turm. Ein Fisch, wo immer du bist. Zeig dich. Mag dich genauso wenig. Na. Egal, ich glaube, wir haben nicht allzu viel zu tun. Doch, ein paar von den normalen Leuten, das war ja noch. Da war ja noch was.
Ich finde es übrigens interessant, dass neben diesen ganzen Dämonen die Typen mich einfach total generously normal surviven, als ob nichts sei in dieser Welt. Nö, gar nichts. Absolut gar nichts. Ich meine, ihr wurdet gerade hier nicht alle so halbe von Demons, bis es das Slice. Keine Sorge. Legt euch mit mir an. Ich bin euer größtes Problem. Ehrlich. Macht euch gar keine Gedanken über die Dämonen, die hier überall hausen. Ehrlich nicht. Ups. Headshot. Gib mir einen Headshot. Ich möchte einen Headshot landen. Gut, dafür müsste ich aimen können. Ich hab's gerade. Weißt du was? Vergiss es mit dem Headshot. Ich gebe einfach zu, dass ich dumm Aim hab. Und zerslice ihn lieber. Und krieg 2 Sterne, weil ich verkackt hab. 2 Schurigen. So. Dann werden wir da vermutlich auch als nächstes hingehen, sofern uns da nichts dazwischen kommt. Und auf dem Weg ein paar Goodies auf. Achso, ich hab voll. Okay. Kein Problem. Ich kann auch reloaden, da passt bestimmt ein bisschen mehr rein. Hier oben ist nur ein bisschen was. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Glückskeks. To be is to do, Socrates. To do is to be. Sarte. Dubi dubi du, Sinatara. Mone. Und das war's, glaube ich, auch. Wenn nichts irgendwo noch oben rumliegt. Nee. So. Kann ich übrigens noch nette Form von Secret zeigen. Ich kann jetzt einziehen, es in den Wagen einzusteigen, aber wenn ihr mir kurz die 5 Minuten gebt, kann ich nebenbei den Chat lesen. Und zwar, hey, wer kommt von drüben? Da soll es weitergehen. Auf beiden Seiten ist übrigens dasselbe, deswegen nicht auf den linken Weg und guck nebenbei hier in den Stream rein. Tokyo Gore. Hab davon was gehört. Keine Ahnung, was ich darüber halten soll. Life is Strange wollte ich mir holen. Aber ich mag keine Episodenspiele, solange sie nicht ganz draußen sind, weil ich mal vergesse, was passiert ist und irgendwann keine Lust habe, das Spiel weiter zu spielen. Deswegen habe ich Walking Dead nie fertig gespielt. Bin bei der 4. Episode, glaube ich, hängen geblieben und dann gesagt, ich spiele nie wieder. Ehrlich, ich habe es nie fertig gespielt im ersten Teil. Bin nie in den 2. geholt, logischerweise. Und, ja, was ich gemeint habe, ist Road Ends. Ja, sieht irgendwie da. Ist das eine Plane? Ist das ein Plan, die simulieren soll, dass die Straße weitergeht? Ah, da ist ein Riss. Oh. Was ist das? Sehr interessant. Das ist aus einem anderen Spiel. Von den guten Leuten. Das finde ich cool. Das ist Humor. Einfach so tun, als ob die Straße weitergeht. Wenn wir weiter weggehen, dann sieht das auch echt so aus mit dem Schatten und einem drum und dran, dass man einfach weiterfahren kann. Ah, ich mag solche Dinge, ehrlich. Von Life is Strange. Das waren 5 Episoden, ne? Ich guck, wann es rauskommt. Und schau dann, wie es weiterläuft. Also, ob ich es mir hole. Anyway, I'm gonna go with it. Ihr habt gesehen, was ich gemeint habe. Hier gibt es übrigens keine Secrets oder so. Also hier gibt es anscheinend nichts zu suchen. Ich war auf der linken anderen Seite auch schon, habe alle Wände abgesucht, aber nee. Wir machen einfach weiter. Übrigens, die Szene ist echt super. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did... You must be the one. The one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also... Ich mag den Dämon, ehrlich. Wenn ihr euch kurz das gibt, ich habe eigentlich relativ gut nach Secrets gesucht. Ich habe trotzdem die Hälfte gefunden. Wisst ihr, was für ein Gefühl das ist? Ich finde, es ist echt schlimm. Man muss hier brutal suchen. Ich verpasse einfach die Hälfte vom Spiel. Es ist einfach so.
Na, jetzt aber einfach mal weiter.